Manager, hören wir mal an, wie er antwortet. Aber hat er, glaube ich, schon. Ne? Ist alles schon gesagt. Moment, ich muss mal kurz mal. Der ist da. Er ist Angst. Gehört jetzt nicht zu den Dingen, die bei uns in der Mannschaft vorherrschend sind. Wir haben natürlich die Bilder auch gesehen. Wir wissen auch, dass Frankreich wirklich mit sehr guten Einzelspielern bestückt ist. Ja, ich habe aber auch gesehen, dass jetzt die Tore, die sie erzielt haben, haben sie individuell sehr gut gemacht. Allerdings hat da Island als Mannschaft, als Verteidigung auch nicht 100% gut ausgesehen. Und darum wird es bei uns eben gehen, als Mannschaft gut zu verteidigen, diese Spieler gar nicht in diese Situation zu bringen, in der sie dann praktisch ihre individuelle Klasse einsetzen können. Frankreich steht sicherlich auch aufgrund der Gastgeberrolle ein bisschen unter Druck. Sie wissen aber auch, dass sie gegen eine exzellente deutsche Mannschaft spielen. Also es ist ja wirklich Frankreich-Deutschland, das war im Vorfeld schon so, zwei Favoriten, die wirklich auch heiß gehandelt wurden. Und jetzt ist es so, dass man im Halbfinale aufeinander trifft. Viel schönere Fußballspiele gibt es nicht.